Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf NF Marsch im LS17. Ja, ich verstehe es nicht, aber diese Paletten verkauft uns verrecken nicht. Das werden wir schmeißen in die Zentrallager. Wir müssen nämlich noch zur Zeltstofffabrik und wir müssen den ganzen anderen Klötterkram noch an Stüssel kriegen. Ich verstehe es einfach nicht. Kein Plan, warum man die nicht verkaufen will. Da sind noch Zeitungen und. Zeitung und Dings drauf. War zu schnell. Mit der Dumme, das ist so nervig. Aber er will sie nicht verstanden. Schick drauf. Wir haben auch noch andere Sachen zu tun, als den Storm mit Hund zu ärgern. That's the way. Zum Trolllogger. Wie funktioniert. Lass mal gucken, wo das überhaupt rein muss, ne? Wir können jemand da noch. So, wo möchtest du denn das grüne aus Lebensmittel? Und das hier irgendwie rein? Getränke? Produkte? Zeitung. Werkstoff. Also müssen wir ja dort. Okay. Steig mal aus und mach mal hier erst die Tür auf. Was sagen denn hier die FPS? Oh. Das ist immer noch günstig. Wahrscheinlich, weil noch nicht so viele Paletten drin sind, ne? So, dann lagern wir das jetzt erst hier ein und dann ist das auch mal fertig. Das ist wahrscheinlich vorteilhafter als alles andere, ne? Komm mal rein, ne? Lager das mal hier ein. Danke. Mir wollte das, finde ich, auch gar nicht. Können wir hier drehen? Wir müssen da lang, warum tue ich das? Da hinten wahrscheinlich. Ich verstehe es gerade. Ist ja auch klar. Wir müssen auf jeden Fall jetzt zur Zeltstadt kommen. Wir müssen eigentlich noch die Bahnen in die BGA schmeißen, aber wir müssen auch sehen, dass die anderen Bahnen mal vom Feld kommen. Ne? Für diese Zwecks war alles noch. Und ich habe vergessen, die andere Maschine einzuschalten. Telefon, wollen wir auch noch? So, rüttelt jemand nach vorne, dann kann ich hier besser herabladen, ne? Dann wollen sie nicht weg. Jetzt muss ich zu Drucker kommen. Alles klar. Und Abflug. Nee, okay, da müssen wir besser werden. Schicker. Laufen kommen. Das machen wir gleich. Dich fahren wir auch gleich. Du bist hier nur im Wasser vorn. Schicka. Immer Wasser hin, ne? Ja, dein LKW kommt, wo ja ein Fee kaufen, ne? Da kannst du ja irgendwie nur nicht mitfahren. Deswegen läuft das so. Wenn wir irgendwie. Kippen wir jetzt aus die Schuhe. Er macht seinen Job, er steht hier drumherum, er steht hier. Wo bist du? Mach mal hier weiter. Ist das hier auch läuft? Das sollen wir auch weitermachen. Das läuft. Das machen wir später.
So, hier hin. Dann kommt sie raus, was fette Schiff. Stimmt, da wollte ich gleich noch mal gucken, wie die ist. Das für eine Malzproduktion, das für eine Malzproduktion. Da kann ich hier noch einen schmalen Tonne. Das wäre ganz sinnig. Das wäre das Schiffen. Oh, da liegt ein Goldlange. Guck mal. So, dann ziehe ich auch eine Riese zum Dürfessen. Sommer schon, ne? Zeit rennt. So, in der Zeit können wir mal gucken, wo ist denn die Malzfabrik? Bigiano, das ist Zellstoff. Malzfabrik? Oder brauchen wir hier gar kein Malz? Mehlfabrik, Brickerei, Brauerei, Claret, Ketchup und Mayo, Inselhof, okay. Kürbisfeld, ja, wir müssen die alte Brücke noch bauen. Zuckerfabrik, Kutter, Brennerei, Kompost, Schlachterei, Molkerei, Futterfabrik, Obstfarm, Eierhof, Baustelle. Brauchen wir hier kein Malz? Kann das sein? Wo war denn jetzt die Brauerei nochmal? Also Weberei, Palettenverkauf. Brauerei. Besuchen. So, lass mal gucken, was wir hier alles brauchen. Wo ist hier ein Monitor? Und Ohr?
Nimm den doch so lange, Svenny. Dann läuft der Laden ja. Hopfen, Weizen, Wasser. Ah, hier gibt's kein Malz. Okay, alles klar. Und das kriegen wir aber hin. Das sollte nicht das Problem werden. Er macht seinen Job. Er ist getan. Bin ich verzogen. Zeit für mal. Das war mit Milch. Bis sie Ballen sammeln, ey. Heilige Witzka. Jetzt machen wir das jetzt fertig. Und das auch mal hier nicht ist. Jetzt vergesse ich das nicht, wenn ich sehe die Schwaben. Das ist doof. Richtig und wichtig. So soll's sein. 425.000 Glocken haben wir, ne? Komm mal mit Leben, komm mal mit Arbeiten. Wir brauchen dann aber noch eine Einzelkunde. Ganz wichtig. Und damit wieder auf vorankommen. So, haben wir überhaupt irgendwie Schwaben? Ja, machen wir hier eine Menge. Sind wir das erstmal weg, Svenny? Damit das Geschichte ist. Telefon, Ballen schubsen. Das wird jetzt ein Tagesbusiness noch sein, dass wir die Ballen von der Fläche kriegen, die in die BDA kommen, dass wir Gärreste kriegen. Und dann sind wir ganz gut vor, ne? Gut, hat man so Schafe und so relativ vor, ne? Sollen wir ein bisschen haben wir auch ein bisschen Gras in der Hose für die Schafe. Die auch gut versorgt sind. Das ist schon jetzt das Ende der Route erreicht. Das können wir gleich hinkriegen. Können wir ein bisschen fix. Bisschen sehr fix, ne? Ich hab nicht weit genug rausgehoben, nein. Komposter muss rennen, damit wir die Obstplantage da oben weiter beschlachten können. Ne? Das ist auch wichtig. Müssen wir eine Leerpalette hinfahren. Holz zur anderen Holzverarbeitung müssen wir los. Alles Pläne. Dass wir das alle hinkriegen. Wie noch ein bisschen dauern. Ja, so ist es dann.
Entschuldigung. Ich hab gerade nachgedacht. Alles gut. Kriegen wir hin. Ist ja noch ein Lauf. Ist ja noch ein Schuh. Das wohl alle reinpassen jetzt in einen Morgen, dann wäre ich Premium, dass das auch mal abgeschlossen ist. Ne? Ich glaub's nicht. Wenn wir jetzt ein kleines Stück schwappen, bleibt auch mal in der Regenzelle. Das wäre schon wichtig, dass wir nur fliegen, ne? Dass wir da einen Check geordnet haben, dass die Fläche gearbeitet wird. Weizen gesät. Hopfen, dann brauchen wir auch noch einen anderen Pflücker, ne? Das kriegen wir hin. Bis der Hopfen reif ist, haben wir dann wieder so ein paar Sachen erledigt. Chili Vanille. Was haben wir? Bringen wir das eben rüber? Dann wird es weiter laufen. Dann widmen wir uns dem JCB. Das ist ja die erste Fuhren Gäres, die da hinten liegt. Und dann schicken wir. Bon. Striegel kommt gar nicht hinterher. Die anderen wissen auch mal alle striegeln müssen. Aber das geht nicht alles auf einmal. Man muss langsam anfangen und dann sich einen Schlachtplan zurechtlegen. Mein Schlachtplan war halt Gemüseplantage, jetzt Obstplantage. Brauerei wird das nächste sein. Druckerei haben wir am Stüssel. Komposter läuft. Chemie können wir im Moment noch gar nicht bewirtschaften, können wir gar nicht hinterher. Die Mehlfabrik läuft noch, ne? Wir haben noch Gerste, die können wir dann noch hinfahren. Wenn wir alles jetzt immer direkt wegschmeißen, ist auch Schickram, weil wir auch alles noch ein bisschen für Saatgut brauchen. Ne? Viele Sachen brauchen ja auch Saatgut. Das wird ja niemals was in Lebenswende. Und dann müssen wir sehen, dass wir das alles noch so ein bisschen mehr automatisieren, ne? Hat schon Vorteile. Also, das haben wir. Du bist hier. Du fährst. Das machen wir später. Du machst deinen Job. Dich brauchen wir. Abfahren lassen. So, die
essen die Reste. Zeit auch mal ein bisschen chippen, ne? Das hier auch ein Stiefel kommen. Nein. Guck mal, wie voll das hier noch alle liegt. Vorteile? Weil dann schaffst du auch was. Das ist ein bisschen Schickkram, dass man die da alle reinschippen muss, ne? Die nicht davon selbst rein fluktuieren. Ja, okay, ist Balle, ne? Würdest du halt mit dem Wagen machen, dann wäre da natürlich wieder was anderes, ne? Aber egal. Er muss auch ein bisschen was für seine Tollers tun hier. Oder? Richtig, finde ich ja. Ab und zu auch mal ein bisschen für seine Kohle arbeiten. Das ist ganz wichtig. So sollte es zumindest sein, ne? Premium 5000. Und 3 kriegen wir nicht, ne? Kriegen wir 3? Ne. Der klappert nicht. 3. Chica. Eine größere Pike oder so. Nicht vergessen, Sven. Aber ist ja auch noch früh, ne? Ja, früh ist nicht mehr. Ist schon fast Mittag. Ist schon gleich morgen. Da kann man auch noch ein bisschen reden. Ne? Gute Müllerfuhr ist da. Müllerfuhr. So, guck mal, das haben wir. Das kann rödeln. Erste Wagen gleich wieder da drin. Dann eben gleich mit dem Jason B rüber geflitzt. Bis wir da noch fertig gegüllt kriegen. Aber wie gesagt, wir müssen Ballen schwimmen. Wir brauchen die Gärreste. Sonst ist mein ganzer Plan wieder ja, für Nunu, kannst du sagen. Ne? Geht da jetzt mal rein, ne? Das ist das Problem. Also ich habe ein Grafikkarten-Update gemacht, ne? Oh, ich muss hier wieder einen Shader einstellen mit 22er. Ich freue mich jedes Mal. Neuerdings ist jede Woche Grafikkarten-Update. Kannst du vergessen, Kack. Irgendwas ist ja immer, ne? Kann mir ja sagen, wie es ist. Irgendwas ist immer. Aber man muss das auch mal so sehen. Mit jeder Balle, die du da reinschmeißt, kriegst du Kohle, ne? Man muss zwar für die Kohle arbeiten, aber es ist Geld. Und es ist nicht einfach so sinnlos verbollert, wie immer im Ballenverkauf. So finde ich, macht das mit der Silage schon Sinn. Ja, als wenn du die einfach nur presst und schmeißt sie immer im Ballenverkauf. Das ist dann schon so ein bisschen, ja, kannst du sagen, cheaten, ne? So macht das ja Sinn.
Man nutzt es ja. Klar kriegst du Probleme, aber du kriegst auch Gäres. Und es ist eine elendige Schipperei, ja. So, den Haufen machen wir eben hier weg und dann fahren wir eben in JCB runter. Und wieder anfangen können. Zu gehen. Und dann müssen wir einen Kurs einfahren. Jetzt seht ihr das hier auch mal alleine mal. Das wäre schon ganz sinnig, ne? Aber das können wir nächste Folge dann machen. Muss man halt da mal so. Wer ist das Gülle-Vorfolger ending? Das wäre ja auch mal ganz sinnig. So ist das, liebe Leute. Der Rest ist ja auch noch Arbeit, dann können wir hier schön weiterarbeiten. Ja. Ist ja nicht so, dass neben hier nichts läuft. So, erste Rutsche ist weg. Ein Segen, du. Ein Segen, erste Rutsche haben wir eingeschippert. Aber liebe Leute, ich sage jetzt erstmal danke fürs Zugucken bis hierher, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen. Hier ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal, und ihr wollt nichts mehr von den ganzen Ballen reingeschubst zu verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.